Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman vs. World of Assassination Freelancer. Ich dachte, wir gehen nach Hokkaido, aber in Wirklichkeit sind wir in Miami unterwegs. Miami ist natürlich schick. Keine Zeugen, Zielkörper verstecken, Verkleidung nicht enttarnt. Okay, also ein Ziel müssen wir finden auf jeden Fall. Well done, 47. We now know the current whereabouts of the syndicate leader. Versuchen wir es als lautloser Killer. Klar. I've provided you with new intel. So, also ein Geschäftstreffen haben wir. Eine Naschkatze ist es. Okay. Ein Foodie. Also jemand, der total viel isst wahrscheinlich, ne? Ohrringe, Hut, Halskette, Glatze. Das ist natürlich mit dem Hut dann unter Umständen ein bisschen schwer zu erkennen. Der Anführer braucht viel Zucker und hat immer eine Notreserve bei sich. Okay. Hat unkontrolliert. Okay, also der hat wirklich Naschattacken. Ohrringe, Hut, Halskette, Glatze. Und ein Geschäftstreffen. Okay, gut. Was es mir natürlich ein bisschen einfacher machen könnte tatsächlich, ist so ein Tranquilizer mitzunehmen. Wo ist meine restliche Ausrüstung? Ich hätte gern Dietrich. Ich nehme auch die Münze. Ich habe doch eine Münze gekauft beim letzten Mal. Wo ist denn die? Ich habe doch für 5000 Mörses eine Münze gekauft. Und die hätte ich doch auch auf jeden Fall mitnehmen müssen. Denn die war selten episch irgendwas. Wo ist denn die hingewandert? Oh, hat das Spiel die gefressen? Das wäre blöd. So, das nehmen wir mit. Da hätte ich jetzt ansonsten mal richtig schön Standardausrüstung gehabt hier. Ja, ich denke, das Spiel hat meine Münze gefressen tatsächlich. Auch wie gemein. Oder hat es die einfach nur irgendwo anders hingelegt? Beim letzten Mal war ich ja in Paris. Und da habe ich mir doch wirklich so eine Münze gekauft für 5000 Mörses. Und die ist jetzt halt einfach verschwunden. Und es war doch auch hier die Münze für besondere Verdienste, ne? Für herausragende Verdienste, genau. Und die ist jetzt weg. Okay, cool. Hätte ich beinahe eine Münze gehabt. So, Karma, Dietrich, jo, das sollte passen. Mal sehen, liegt die vielleicht irgendwie auf der Krankenstation oder so, diese Münze? Da liegt ja manchmal Geld hier am... Nee. Ein Skalpell könnte ich mitnehmen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nee, aber die Münze ist tatsächlich weg. Okay, gut. Miami, auf geht's. I'll be in touch when you reach your destination. So, ich muss mir gleich nochmal die Ziele angucken. Also lautloser Killer ist ein Ziel, Zielkörper verstecken, keine Zeugen. Und was war das letzte? Sie können die Verkleidung von Undercover-Spähern und Killern nicht anziehen. Oh, gut zu wissen. Oh, ich starte hier am Hafen. Nevertheless, we do know this. They are here to attend a business meeting. As for their identity, we know that they have no hair. They are wearing earrings. They are wearing a hat and wearing a necklace.
Furthermore, your target has a tendency to enjoy food of any kind. And last but not least, they have a sweet tooth. I hope these tells can be used to your advantage. Hm. Don't disappoint, 47. Nee. Good luck. Würde mir ja im Leben nicht einfallen. Wo sind denn unsere Ziele? Die sind nicht alle auf der Rennstrecke. Rennstrecke. So, einer ist hier drüben zum Beispiel. Und da ist es hier im... Ja, da reinzukommen wird schon mal schwierig. Aber einer ist davor. Warte mal, wo ist denn das Gebäude von hier aus? Da drüben, das Silberne ist es. Ich könnte versuchen, mir Wachmann Zutritt zu verschaffen. Brauche ich vielleicht gar nicht. Vielleicht komme ich auch so einfach rein. Es gibt ja da Mittel und Wege. So, du trägst schon mal keinen Hut, keine Kette und nichts, ne? Hut, Kette, Ohrringe, nein. Wie kann ich dich... Maus 4. Welche ist ein Maus 4? Das ist Maus 4. Ohrringe, Hut, Glatze, ja. Nee. Nee, nee, nee. Das ist schon mal keine Verdächtige. So, ich könnte über das Parkdeck versuchen reinzukommen. Ach, du bist jetzt da hinten draußen. Ich bin an dir vorbeigerannt quasi. Oh, bist du zum Hinterausgang rausgekommen? Du hast Haare, oder? Na, er hat einen Leibwächter. So, du hast Haare. Du bist schon mal nicht. Ich verifiziere nochmal die Haare. Ja, nee. Husten und cool. Okay, gut. Also die beiden hier vorne sind schon mal nicht. Gut zu wissen. Dann haben wir hier auf der... Ach, die sind jetzt alle hier in der Gegend. Ja gut, meinetwegen. Einer kommt hier direkt aus der Parkgarage, glaube ich, gerade. Oder bist du hier rein verschwunden? Ja, du bist da rein verschwunden. Damit. Könnt ihr mich mal reinlassen? Ja, verdammt. Ja, zwei sind irgendwie da drin. Wie komme ich da am besten rein? Über die Garage hier hinten rum? Ist das hier ein guter Eingang? Nee, da komme ich nur in die... Über den Sicherheitsbereich... Oh. Das Treppenhaus im Sicherheitsbereich. Das wäre eine gute Idee. Gehe ich da am besten über die Garage oder? Ja, da gehe ich hier unten über die Garage. So, Kostüm ist am Start. Achso, die Treppe ist da drüben. Okay, gut.
glaube, die Treppe hier kenne ich gar nicht. Die habe ich noch nie benutzt, oder? So, die Frage ist, darf ich hier oben sein? So, meine Verdächtigen sind alle noch eine Etage höher. Octane Booster, huh? What is that stuff anyway? I think some of the teams are using it to increase car speed. Heard a few Kronstadt mechanics talking about it the other day. Something about Nox not wanting to use it because she wants to win on her own. Imagine that. Is it that illegal? I don't know. Nox ordered them to put it here. So they asked me to put it here. So I just did that. Not touching it again. Sounds like a good idea. Habe ich die falsche Tür genommen? Ich habe die falsche Tür genommen, glaube ich. Also ich glaube, ich bin jetzt im verbotenen Bereich, ne? Da war jedenfalls so ein Geräusch. Oh ja, absolut. Shoot. Bist du ein potenzielles Ziel? Nee. Aber die gurken alle noch da oben rum. Okay, der kommt hier runter, gucken. Ich könnte es riskieren. Okay, ich brauche eine bessere Verkleidung für da oben. Na, das würde vielleicht tatsächlich gehen. Ich glaube, als Techniker dürfte ich da oben sein, beziehungsweise als Mitglied des Racing Teams. Praktisch. Okay, ein bisschen Werkzeug schadet nichts. So, viel besser als die Treppe zu nehmen. Ich dachte, hier draußen müsste ein Leibwächter sein. Kann ich von hier aus hochklettern? Nee. Ganz da hinten ist eine Streckenwart. Hier sind keine Wachen. Hm. Das macht meinen Plan irgendwie ein bisschen zunichte, glaube ich. Und von hier aus kann ich leider auch nicht da hochklettern.
Das wäre so Plan B gewesen. Jetzt kommt ja natürlich ein Verdächtiger rein. Ja, den kann ich auch schon mal ausschließen. Der hat nämlich Haare. Aber... da kann ich gleich mal gucken, was er für ein Handy hat. Hi. Ich kann den nicht beseitigen. Ich bring den raus. Drin ist blöd. So, die nächste Kiste müsste, glaube ich, da unten irgendwo sein. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Stress antun möchte, ihn da runter zu schleifen. Es wäre safe. Achso, aber ich kann ihn ja eh nicht verstecken. Ne, dann kann er auch da draußen liegen bleiben. Ich könnte ihn höchstens hier unter die Treppe legen oder sowas. Ein Geheimwegwerf-Handy. Mit Geheimagenda. Okay, also das bringt mir schon mal nichts. Schade. So, ich hoffe, hier kommt jetzt nochmal jemand rein. Das wäre voll günstig für mich. Ah, ein Leibwächter diesmal sogar. Oder? Ich glaube, der hat einen... So, dann gucken wir mal hier drüben raus, unauffällig. Wo sind die hingerannt oder er? Die Treppe hoch. Da ist ein Killer. Hinten dran. Oh shit. Nicht so gut. Okay, aber die sind ja beide oben. Das heißt, irgendwie müsste ich schon hochkommen.
Ich darf mich halt nur davon dieser Wache nicht sehen lassen. Ja, wo haben wir denn hier eine gute Treppe? Kann ich die da benutzen? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Ja. Okay. Ah, aber da ist einer hinten dran, der mich erkennt. Der patrouilliert da hinten leider an dieser Treppe. Hier ist so ein Wartungsbereich, glaube ich. Der ganz praktisch wäre für mich. So, hier noch eine Keycard vielleicht, die habe ich schon. Einen Roboterarm könnte ich mitnehmen. Kein Interesse, danke. Schauen mich ja auch alle da. Ach, jetzt sind die wieder unten. Dann gehe ich auch wieder runter. So, wo seid ihr? Hinten raus und dann kommt RCS mir entgegen. Da hinten ist der Killer auf jeden Fall. Ach, das war er oben, okay. Okay, Kette sehe ich. Ohrringe, nein, würde ich denken. Kurz warten. You're giving me a bit of anxiety. Ja, das sieht aus wie Ohrringe, nein. Der Rest trifft zu. Aber ohne Ohrringe. Sorry. So, und dann muss ich da drüben auf dem Balkon einmal kommen, schnell. Ich renne so rum. Komme ich überhaupt so rum? Ups, hier muss ich weg. Ich renne falsch rum. Sackgasse. Da. Wie komme ich denn da ran? No, that wasn't it. I was thinking about what might actually happen when Knox and the engineers integrate advanced artificial intelligence. Wo bist du hin? Ach, du bist es.
keine Ohrringe, potenziell keine Kette. Ah doch, da ist ein Ohrring dran. Moment. Asking us to somehow sell it is beyond my current skill set. Tell me about it. I know the boss really likes the whole let's change the face of war motto of the campaign, but it's just scaring the heck out of me. I mean, he wants the robots to actually interact with people in the field. Kette ist auch da in Form eines Dogtags. What if they screw it up and the thing puts on the urban sniper plate instead of the human language interpreter plate? I know. Okay, du trinkst was? Warte mal, trinken? Ist das das richtige Symbol? Nee, nicht wirklich. Nox gets to play around with. I'd hate to wake up one morning with the soundtrack of the Terminator feeling oddly relevant. It's not great. Anyway, let's get on with it. Those sales lines don't. I've got to say, this robot is pretty impressive. Spec-wise, it's miles above anything I've seen pitched before. Not even the Chinese have anything as promising. I don't know. I think it's a little too ambitious. I mean, I... Also ich denke nicht, dass das hier mein Mann ist. Oh, wir benutzen einfach hier hinten die Treppe. Okay, cool. So viele Gelegenheiten, den umzuboxen. Got signed on for this event last week. Guess they've generally beefed up security, huh? Just met a couple of ex-Cicada buddies. Well, apparently they... My name is Max Rudder. I am the senior race official here at the Miami Global Innovation Race. Yeah, Knox wants us like that. He has an issue with his left eye. You know, the one that got burned in the accident. Ich könnte ihn hier einfach runterschmeißen. Oh. Ich denke, das ist nicht unser Mann, ne? Der hat nichts genascht und so. Kronstadt sure gets some mean looking motherfuckers to run their security. Definitiv, Mann. Damit habe ich schon fast alle ausgeschlossen. Das hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. So, einen Verdächtigen haben wir noch da unten in der Garagengegend. Wie komme ich da am besten hin? Den Kurier werde ich, glaube ich, auslassen müssen. Da ist einfach zu viel los. Wo ist denn der? Ach doch, der ist hier im Dachgarten. Auf dem Dachgarten. Gurkt da irgendwo rum. Wo ist er hin? Da hinten um die Ecke. Das sah ein bisschen knapp aus. Mal sehen, ob ich ihn hier reinlocken kann. Zu viel Teppich, glaube ich. I hope no one notices me. I feel like I really stick out here.
So, wie komme ich jetzt am schnellsten hier runter? Da rechts wäre eine Treppe durch. Sieht total ungefährlich aus alles. Warte mal, hier oben ist auch einer, der mich durchschaut. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist. Die Treppe ist hinter mir. Ach, da ist er. Nicht drehen. Danke. Hier kann ich nicht rüber. Into those robots. Like that Kai project they launched in Japan? I enjoy the prospect of tacos a lot better than what you're... Wo habe ich denn meine andere Verkleidung eigentlich abgelegt? Eine Etage tiefer. Suggesting. Shoving something that advanced. Ich muss mal gucken, ob ich in dem Outfit hier Zugang habe. Ich hoffe natürlich. Aber wissen kann man es nicht. Vielleicht wäre hier so ein Wachmann-Outfit besser gewesen für da drüben. Naja, wo muss ich denn rüber am besten? Ach, beim Siegertreppchen. Das könnte funktionieren, oder? Renne ich in die richtige Richtung? Ja. Nein, keine Zeit für dich. So, und hier muss ich, glaube ich, rechts rum. Na, ist egal, wo ich hier lang gehe. Vielleicht habe ich doch Zeit dafür. Nein. Piratensäbel brauche ich heute, glaube ich, nicht. Viel Spaß damit. So, ich bin auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Da. Oh, bitte habt die richtigen Sachen an. Kette, Ohrringe. So good to see you. Glatze Hut. Okay, ich bin nicht super unauffällig hier. Vielleicht sollte ich mir ein Kellner-Outfit besorgen.
So, bisher hat sie aber auch noch nichts gegessen. Darf ich hier oben sein? Ja, kein Problem. Nice. Hat sie gar keinen Bock auf einen Snack? Hier hinten wäre eine Premium-Gelegenheit. Ich meine, nach dem Ausschluss muss sie es jetzt sein. Ich hätte es vielleicht einfach riskieren sollen. Es könnte halt auch noch dieser komische Wachmann sein. Ich könnte Chips vergiften. Soll ich eigentlich, ja, Zielkörper verstecken? Ja, sie ist es. Okay, ich hätte sie einfach erledigen können. Jetzt folge ich ihr vielleicht einfach noch eine Runde. Hier gibt's ein Gift drin, ne? Oh ja. Wo ist sie hin? Da. I'm telling you, Miss Knox is going to be pissed. I did the pre-race checkup on her and well, let's just say she's got a bad case of intermittent explosive disorder. Poor Dr. Sorensen. First he almost loses a patient. Oh Mann. Es sind viel zu viele Leute, die mich durchschauen. Ich warte da drüben auf sie, glaube ich. Ich weiß ja, dass sie zurückkommt. Oder geht sie da in eine günstige Ecke? Ne, da hinten scheinen Menschen zu sein. Ja. Shit, shit, shit. Habe ich mir ein schönes Ei gelegt. Ah, sie rennt immer noch hier rum. Ich hätte sie echt da oben erledigen sollen.
Ich habe keine Brechstange dabei. Bist du sicher? Na gut. Ja, hier könnte ich sie erledigen, aber ich kann sie nirgendwo verstecken. Ja, und da kommt natürlich einer gucken. Ich gehe vorne wieder raus, das ist ein bisschen übersichtlicher. Ups. Oh shit, das ist nicht gut. Also hier hinten die Ecke, bisschen gefährlich. Aber wirklich nur ein bisschen. So, wo geht sie denn hin? Ich dachte, sie kommt jetzt hier lang wieder zurück. Ach, sie schaut sich noch das Auto an, okay. Das sei ihr gegönnt. Oh, wohin denn noch? Sie macht hier echt die ganz große Runde, ne? Ich fühle mich verfolgt. Okay, sie isst schon wieder Schokolade. Also ich denke wirklich, sie ist es. So, erst da rechts, ein bisschen aufpassen. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Vielleicht da hinten durchs Tor zurück. Also die andere, die mich hier, die andere Speerin. So, und jetzt könnte sie da nochmal ihre Runde drehen, hier im Paddock. Und dann kann ich sie da auch in der Nähe von irgendeiner Kiste ausschalten dieses Mal. Ich muss nur aufpassen, die Dame mit der blauen Bluse könnte mir jetzt tatsächlich entgegenkommen, unverhofft. Hier lang? Warum denn hier lang? Soll ich sie hier einfach erledigen? Oh, da könnten Leute vorbeikommen, finde ich nicht so geil. Ach, wir gehen hier durch. Nein, da hätte man Leute verstecken können, shit. Das wäre gut gewesen. Aber hier passt auch. Ach, sie ist jetzt wirklich Chips. Ich hätte sie da schon vergiften können. Das hätte auch keiner gesehen, ne? Da guckt die meiste Zeit über niemand hin. Ich hoffe, sie geht nochmal nach da hinten. Hier ist eine Kiste. Finden wir raus, was sie telefoniert? Nee. Nee, nein, 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 nein. Mädel.
Das gibt's ja nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Nur falls wir noch eine Runde drehen. Oh, das wäre vorhin echt so günstig gewesen und jetzt renne ich ihr die ganze Zeit hinterher. Und sie lässt sich nicht mal von Münzen irgendwie anlocken. Das ist das Allerdreisteste. So, aber jetzt hier drin. Good job, 47. You eliminated the leader. Jetzt schnell weg hier. Wer hat denn den Schuss gehört? Oh, oh, shit, shit, shit. Das war knapp. So, wo ist der Tresor? Der ist auch hier irgendwo im Paddock. Ach, da drüben bei den Werkstätten ist das. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Unauffällig. Der Schuss wurde gehört, ja. Da ist die Krugermeier tatsächlich noch ein bisschen besser. Die hört man halt gar nicht. Auf diese Distanz. Ja. Shit. Oh. Ich sag mal so, das war knapp. So, hier drüben ist noch eine Kiste irgendwo. Wo ist denn die? Ich dachte hier irgendwo. Da. Was Gescheites? Nee, leider nicht. Brechmittel. So, und dann müssen wir nach gegenüber. Ja, direkt hier nach gegenüber. So, Vorsicht beim Kreuzen der Straße. So, wo ist der? Hier oben drin. Okay, cool. Hier sollte ich einigermaßen unauffällig sein. Ist er auf Toilette? Ja, das wäre ein Klassiker gewesen. Da ist er aber nicht. Er ist hier draußen auf dem Balkon. Ja, was hast du? Jäger-Tuatara. Ach, nee. Eine Seeker. Eine Krugermeier 22 Silver, die nehme ich mit. Und die Seeker, die nehmen wir auch mit, ne? Schallgedämpfte Schrotflinte, episch. Oh, die hätte ich natürlich auch gerne mitgenommen. Naja, kann man nichts machen. Wie viel Geld habe ich denn? Okay, ich bräuchte also 4000 aus dem Tresor, um mir das leisten zu können. In den Medienraum müssen wir. Okay. Da sollte man nicht allzu schwer reinkommen. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo auffliege, unnötig. Zucker könnte man in den Tank schmeißen irgendwo. So, hier müsste nochmal so ein Balkon sein, genau. Von dort aus kommen wir dann in den Medienraum, wenn wir möchten. Ja, hier ist gut. Okay. Hi.
So, da ist der Tresor. Und ich muss gucken, wo die Hinweise sind. Du bist kein Hinweis, schade. Da unten sind auch keine Hinweise. Da war ein Tablet versteckt. Hier sind noch so ein paar Akten, die sind nichts. Zwei noch. Da das Pinguin-Tablet? Nee, ja, ist auch nur ein Ringblock oder sowas. Tja, wo sind denn die restlichen? Ja, das ist eine Kamera, bleib mal ruhig. Aha. So, Tresor geöffnet. Beziehungsweise Kombination gedings. Was kann ich hier machen? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich konnte das Ding scannen, aber ich weiß nicht wofür. Kann man damit Verdächtige ausschließen oder so? Sehen die das? Möglicherweise. Excuse me, I think you forgot some. Excuse me, sir. Okay, sie sind kurz beschäftigt. Ah, das reicht nicht für die Schrotflinte. Schade. So, aber damit haben wir alles. Und ich suche mir einen Ausgang. Den da zum Beispiel. Ist sehr gut. Das hinterm medizinischen Bereich. Da muss ich auch an irgendwelchen Polizisten vorbei. Ich guck mal, hier hinten die Treppe nehmen und dann medizinischer Bereich durch. Ja, das könnte ganz gut funktionieren. Wo ist denn hier hinten die Treppe eigentlich? Ach, hier links. Hinter dem Glas. Ah, der Ausgang ist aber zu. Hm, okay. Dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine Sanitäteruniform oder ich müsste zumindest irgendwie an diesen Schlüssel rankommen. Gab es hier keinen Hintereingang, sag mal? Ich hätte schwören können, zu diesem Medizincontainer hier gäbe es auch einen Hintereingang. Ja, da muss ich hier einmal durch, tatsächlich. Was natürlich insofern blöd ist, dass hier diese Security-Menschen sind, die wirklich teilweise sehr, sehr aufmerksam sind. Aber ich glaube, ich kann hier draußen relativ gut durch. Hier ist, glaube ich, niemand, der mich so ohne weiteres entdeckt. Und dann nehmen wir hier einfach den Hauptausgang. Oh, okay. Oh, nee, der kommt mir ein bisschen zu dicht. Oh, praktisch.
So ein bisschen durch die Menschenmenge durch. Und dann sind wir hier raus. Lautloser Killer würde ich sagen, geschafft, ne? Ich glaube, ich habe alle Zusatzziele erfüllt heute. Hat auch nur ein bisschen länger gedauert. Well done, 47. This will make anyone think twice before turning to a life of crime. So, wie viele Punkte gab's? Ja, alles erledigt. Das dürfte ordentlich Geld gegeben haben. Hoffe ich. Aber gab es auch ordentlich Punkte? Oh, Stufe 12. Sehr gut. Ja, ging. 7000 nur. Oh. Aber gut, dann habe ich schon mal auf jeden Fall ein bisschen Geld wieder. Ich kann nach draußen. Und ich kann mir... ja, irgendein Fahrzeug. Und ein Boot. Und... was ist das eigentlich? Eine Sonnenuhr ist es nicht, ne? Eine, für einen Windrichtungsanzeiger ist auch zu komisch. Vielleicht nur eine Statue. Ein Schuppen. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen was zu erkunden gleich. Aber erstmal müssen wir das Loot verstauen. Good job, 47. You eliminated the syndicate. Mhm. But this is only the tip of the iceberg. They have more affiliations. Eliminate them to bring them down on their knees. Let me know when you are ready. Tag 4 SA Jungle. Ja, warum nicht? Tödliche Giftspritze. Ja, natürlich. So, der Dietrich hängt schon da. Okay. Mich ärgert es echt. Ich habe ja eine Münze gekauft, ne, dass die einfach... habe ich alles schon aufgeräumt? Ich wollte doch gucken, was ich hier alles aufgeräumt habe. Ja, doch, so langsam lässt sich das schon sehen. Das hier ist auch eine MP, ne? Ja. Ja, so eine schallgedämpfte Schrotflinte hätte mir wirklich noch gefehlt. Und dazu noch eine epische, das wäre schon gut gewesen. Die hätte sich da ganz gut eingefügt oben rechts. Ich glaube, hier hätte die hingehört. Ja. Ja, die weiße, die ist episch. Hm. Das hätte ich einen kleinen Tick früher sehen müssen, bevor ich das ganze Geld ausgegeben habe. So, mehr habe ich nicht dabei, wirklich. Na gut. Die beiden, wie heißen die eigentlich in Wirklichkeit? Na, die haben gar keine... also die beiden Pfeilpistolen auf jeden Fall. So. Garage ist auch oben. Oben ist aber woanders.
Good news, 47. You have a new car to take you to your destination. Drive safely. Dann nehmen wir die doch. Wahrscheinlich fahre ich trotzdem noch mit dem anderen Auto. Hier hat es ja auch gar nicht geklappt irgendwie. Na, ich wollte es eigentlich ändern. Ah, das geht hier. So, dann öffnen wir mal die Garage. Danke. Wie weit kann ich hier laufen? Nicht zu weit. Da dann... Dann drehen wir doch mal eine Runde ums Haus, oder? Also hier ist der Haupteingang auf jeden Fall. Den kann ich nämlich benutzen. Ich wollte gerade sagen, der hat nicht meine Kamera, aber doch hat er. Hier kann ich den Schuppen umdekorieren. Ah. Ja, das sieht besser aus. So. Screenshot gemacht. Dankeschön. So, und warum kann ich jetzt nicht den Schuppen betreten? Ah, okay. Ich kann malen. Ah, ich kann nicht Schuppen streichen. Okay. Da gibt es ein Rebmesser. Okay, ich kann den Schuppen anstreichen, aber noch nicht benutzen. Rostigen Nagel kann ich mitnehmen. Toll. Kriege ich einen Hubschrauber? Ich glaube, bei den Freischaltungen gibt es auch Hubschrauber. Ich hätte aber gedacht, die starten vom Dach aus vielleicht. Aber scheinbar nicht. Ja, cool. Bisschen ums Gemüsebeet kümmern hier. Vielleicht werden da auch giftige Pflanzen angebaut. Wer weiß. Gibt es hier vorne nicht auch was zum Dekorieren? Ach doch, hier vorne direkt. Ja, das sieht ja ganz gemütlich aus. Oh Mann. Ich kann nur den Schirm ändern. Ja, aber ich will einen großen Schirm natürlich. Empfindliche Haut. Heller Typ. What? Warum? Ja, gut, aber schicke... Okay. Ich finde, die Kisten haben irgendwie was.
Erfordert Makeshift. Ach, ist es irgendein DLC oder was? Erfordert Zugang Street Art Pack. Ja, das sind irgendwelche DLCs, glaube ich. Premium. Ja, weißt du was? Dann behalte ich hier das. So, und jetzt interessiert mich natürlich, kann ich angeln oder nicht? Congratulations, 47. You can now get to your destination by boat of your choice. Because sometimes a man needs to go to sea. Na klar. Ja, das ist noch kein cooles Boot, aber immerhin. Wie lange muss man warten, bis er was anbeißt? Ich meine, ich bin mir sicher, dass man hier einen Fisch rausholen kann. Oh, ich habe einen. Ich dachte schon, er hätte es jetzt abgebrochen. Eine Münze. Okay, also ich könnte... Ach, unauffällig. Aber cool. Gefällt mir. Ach, hier ist mein Meditationsspot. Okay, das ist cool. Also ich weiß jetzt immerhin, wo es eine Münze gibt. Top, ganz wichtig. Da kann ich hoch irgendwie. Ich schau mal nochmal, hier gab es ein Messer. Ob ich das dann für irgendwas Sinnvolles, zum Beispiel zum Fisch ausnehmen, benutzen kann, das Rebmesser. Das könnte schwierig werden, ne? Wo war denn das? Hier ist der rostige Nagel und... Ah, was? Hat das nicht hier irgendwo gesteckt, dachte ich. War das am Schuppen? War das ganz woanders? Verdammt, wo war denn das Messer? Ach hier. Da hat das gesteckt. So, oben habe ich gesehen, da gibt es eine Terrasse, wo man auch umdekorieren kann, so ein bisschen. Ach ja, da gibt es ja auch einen draußen, klar, da gab es auch einen Ausgang. Also ich habe einmal unten das Sonnendeck. Genau, da ist ein Ausgang. Ich muss schon sagen, so ein begrüntes Dach ist sehr cool zum einen. Oh, ich gucke nicht viel fern, glaube ich. Vielleicht mag ich auch kein Internet. Ja, und zum anderen ist es natürlich auch praktisch. Oh, da ist die Terrasse mit dem Regenschirm. Hier kann man runterrutschen. Praktisch. Ja, auch hier hätte ich gern den großen Schirm natürlich.
Stufe 21 fürs Büro. Aber hier kann ich jetzt wenigstens schon mal so ein bisschen reinschmummeln. Ja, dann werde ich wohl über die Terrasse reingehen müssen. Hallo? Ich will rein. Oh, das geht gar nicht. Diese Tür ist nicht funktional. Aber da komme ich doch bestimmt auch hin, oder? Komme ich hier rein? Hallo? Das sah aber doch schon aus wie eine Tür, oder? So, wir schauen uns mal in der Küche um. Ach, da kann ich Kugelfischgift rausholen. Das heißt, ich kann mir jetzt echt Betäubungsmittel nur. Normalerweise ist es doch richtig giftig. Okay, scheinbar kein guter Kugelfisch, sondern nur irgendein billiger Fisch. Oh. Ach, hier komme ich auch raus. Ah, die Haupttür. Die musste ich erst aufschließen von innen. Von außen ging das nicht. Auch interessant. Ach, und die Tür geht jetzt auch. Ah, man muss sie nur alle von innen einmal aufmachen. Okay, gut zu wissen. Ja, Schlafzimmer, ich schätze mal, da ist die große Terrasse noch dran. Da komme ich noch nicht hin. So, dann gehen wir hier aber nochmal. Ja, jetzt kann ich hier nämlich alles öffnen, schließen. Aber ich kriege die Garagentür nicht mehr zu, ne? Wenn die einmal offen ist, dann bleibt die offen. Da gibt es einen Schraubenschlüssel. Okay, also so langsam habe ich hier einen Haufen Kram, den ich, wenn ich ihn denn einsammeln möchte, auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich kann ihn halt nur nicht unten von meinen Vitrinen irgendwie aus mitnehmen. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber Münze kann ich jetzt mitnehmen, ne? Ich kann ein Betäubungsmittel mitnehmen. Weiß ich schon mal, oben gab es doch auch ein Skalpell, genau, gab es jetzt im medizinischen Bereich. Ein Messer könnte ich mitnehmen, wenn ich Bock drauf habe. Kann ich das hier nicht hinlegen, das Messer? Scheinbar nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, für heute war es das. Beim nächsten Mal neues Syndikat, neues Glück. Hoffentlich. Mal schauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.